Ich wollte gerade sagen, da hat sich irgendwie das Spiel gerade aufgehangen. 28 KP, ich glaube, einen von den 10 Tränken kann man schon mal verwenden. Dafür haben wir sie gekauft. Wäre ja doof, wenn wir sie nicht verwenden würden. Oh, ein Paras. Auch noch nicht gesehen. Level 10. Aber wird auch nicht in mein Team kommen. Wir können ja mal gucken, wie viel Erfahrung es uns gibt. Da wilde Pokémon ja grundsätzlich weniger Erfahrung bieten als Trainer-Pokémon. Und 100 ist doch ganz okay. Wir müssen eigentlich hier rechts hoch und dann nach links abbiegen. Und an einer Trainerin mit Mirapla, glaube ich, vorbei, wenn ich mich nicht irre. Ich sage das irgendwie ziemlich oft. Ist mir ja schon aufgefallen. Sie müsste eigentlich einen Mirapla haben. Auch eine Göre. Mirapla. Was das zweite Pokémon ist, das weiß ich gerade nicht. Könnte ein Taubsi sein. Und da erreichen wir auch schon Level 21. Sehr schön. Ein Knuffenser. Doch, ein Knuffenser. Ich habe eben noch überlegt, ob es eins sein könnte, aber da habe ich mir gedacht, nein. Hier hat man noch keinen Knuffenser, aber wieder mal wurde mir das Gegenteil bewiesen. Wie so oft in diesem Part schon. Wenn man die Treppe hier runter geht, findet man das TM01. Und zwar ist das Mega Heap. Und auf dem Stein rechts ein Etta, allerdings werden wir das jetzt umgehen. Denn es nimmt nur unnötig Inventarplatz weg. Und das brauchen wir eigentlich nicht, da Mega Heap auch eine relativ ungenaue Attacke ist. Sie hat, glaube ich, einen Genauigkeitswert von 85, 70 bis 90, irgendwo dazwischen. Ich weiß, es ist jetzt eine sehr gute Angabe, nicht. Aber ist ja auch egal. Wir machen schnell diesen Teenager hier platt mit seinen Millionen an Radfratz, die uns mit ihren komischen Zähnen anbellen. Oh, und ein Zubat. Das dürfte jetzt unser Glut nicht mehr überleben. Ich sage einfach gar nichts mehr. Das Spiel mobbt mich. Das gibt's ja nicht. Kein Kommentar. Mein Gott, dieses Spiel. Du müsstest aber ein paar Kleinsteins haben. Und die sind nervig. Weil wir dagegen noch nichts ausrichten können. Warst du nicht der mit zwei Kleinsteins und einem Macholo? Könnte gut sein. Bin mir nicht sicher. Werden wir herausfinden. Und zwar, wenn wir sein erstes Kleinstein besiegt haben, können wir schon mal sehen, ob es ein Macholo oder ein Kleinstein wird oder etwas ganz anderes. Da ist schon mal das nächste Kleinstein. Was wir auch mit zwei Glut weghauen. Und ja, wir haben einen super Level-Vorteil. Ich werde es nicht oft machen, dass ich so cutten werde und offscreen trainieren werde. Meistens werde ich versuchen, mit den... Ach, ein Onix, kein Macholo. Okay, ja, gut. Wenn ich es schon fast tot habe, fällt es mir einfach mal auf. Ich werde wahrscheinlich später noch einmal bei der vierten Arena einen kleinen Cut setzen. Also ich werde wahrscheinlich vorher schon die Aufnahme einmal beendet haben oder mehrmals, aber hier müsste ein Mondstein liegen, richtig. Den könnten wir für einen Nidorino gebrauchen und uns ein Nidoking machen, wie es eigentlich mal geplant hatte. Aber wir können ihn auch eigentlich später wieder wegwerfen. Hier ist noch gleich ein Team Rocket Trainer mit einem Radikal. An wie viel man sich noch erinnert, an die ganzen Wege, bis auf den einen. Und dann die Trainer mit ihren Pokémon.
Ich hoffe, ich erinnere mich noch an die Siegesstraße. Da habe ich Muffen vor. Sehen wir dann. Oh, Level 16. Jetzt, das war aber ein Riesensprung. Und Ruckzuckhieb. Oh, ein Volltreffer, das war nicht gut. Hoffen wir mal, brennt. Sehr gut. Hoffen wir mal, dass es keinen Hyperzahn beherrscht. Das ist auch noch eine Sache, die geändert wurde. Und zwar, dass Statuseffekte wie Brand oder Gift erst am Ende der kompletten Kampfphase gewirkt haben und nicht nach dem Angriff des Betroffenen. Was ich meiner Meinung nach auch besser finde. Oder was meiner Meinung nach besser ist. Aber man kann diesem Spiel ja... Man kann dieses Spiel nicht irgendwie schlecht machen. Wenn man bedenkt, es wurde 1996 auf den Markt gebracht. In Japan. 1999 in... Nee, gar nicht, das ist gelogen. In Japan gab es Rot und Grün 1999. Blau kam 1997, glaube ich. Ein Jahr oder zwei Jahre später. Wobei es Grün in Deutschland gar nicht gab. Sie haben es irgendwie rausgenommen. Verstehe ich gar nicht. Fände ich cool, wenn das drin geblieben wäre. Hier ist nochmal ein Team Rocket. Der wird nochmal nervig. Hat, glaube ich, drei Pokémon mit Zubat und Sandan und bla bla bla. Zwei Pokémon. Radfratz, okay. Wie gesagt, dieser Part ist nicht gerade der Part zu etwas voraussagen, aber egal. Zubat, immerhin war das richtig. Immerhin eins von drei Sachen und es brennt wieder. Superschall. Jetzt frage ich mich gerade, ob ich Risiko gehen soll. Ich gehe mal Risiko. Und es war, glaube ich, ein dummer Fehler. Jetzt müssen wir ein KP abziehen, das ist okay. Und jetzt schmeiße ich mal den Trank ein. Um auch dieses nervige Geräusch zu beseitigen. Und wieder ein KP-Verlust. Da wirkt der Brand aber ganz gut gegen. Und das schadet ihm, glaube ich, mehr, als er sich heilt. Und nicht mehr verwirrt. Das ist natürlich sehr gut. Kratzen wir es davon. Und bei dem nächsten Trainer müssten wir, denke ich mal, schon Level 23 kommen. Aber ich gebe meinem Gotexo jetzt lieber nochmal einen Trank. Und diese Zubats, sie nerven. Da werden wir noch unseren Spaß mit haben. Auch später in dem Steintunnel. Ich überlege gerade, zwischen dritter und vierter Arena werde ich mich nochmal informieren, bevor die Aufnahme startet. Hier ein Slimer. Auch eine sehr gute Idee für ein Pokémon, wie ich finde. Aber ich werde es mir nie holen. Fragt mich nicht warum. Gift-Pokémon sind meiner Meinung nach nicht so effektiv. Voltoball und... Was hatte er danach? Ein Fleckmon? Oder was war das? Nee, Fleckmons kamen, glaube ich, erst später. Ich wollte sowieso nichts mehr voraussagen, weil das alles nur Müll war, was ich bisher erzählt habe. Und wir erreichen Level 23. Sehr schön. Ein Smogon. Wie gesagt, hätte ich drauf kommen können. Klingt ja auch alles ganz ähnlich. Aber das soll uns auch nicht davon abhalten, uns unser Fossil zu krallen. Ich habe heute viele Sprachfehls drin. Meine Fresse. Und wir nehmen das Domfossil. Ja. Er kriegt das Helix-Fossil. Richtig. Auf Wiedersehen und danke für das Fossil. Statt dass er sich da hinstellt, hätte er auch eigentlich beide nehmen können. Ich finde übrigens, in diesem Sprite sieht Kleinstein aus, als hätte es Haare. Meine Meinung. Müsst ihr ja nicht unbedingt mit mir teilen. Und
Es war natürlich klar. Und es hat keine Pupillen. Fällt mir gerade mal so auf. Oder sie sind ganz innen, dann würde es aber schielen und gucken, ich bin dumm. Und wir sind aus dem Mondberg raus, wollte ich eben sagen, als mich dieses Kleinstein mitten im Satz unterbrochen hat. Natürlich wieder klar, dass ich einen Schritt vor dem Ausgang von einem Pokémon nochmal angegriffen werde. Und hier sind wir auch schon im Feld vor Azuria City, ja, war richtig. Und hier ist ein Radfratz. Dem entkommen wir mal gekonnt. So, ein nächstes Pokémon. Und zwar noch ein Radfratz. Das will ich nicht. Ich will mir hier ein neues Pokémon fangen. Nicht ein Radfratz. Also irgendwie ist heute nicht so das Glück mit mir. Auch wenn ich das vorhin schon behauptet habe, es wäre es. Zumindest mit den Volltreffern ist es das. Ein Habitat, das sieht doch schon besser aus. Das werden wir uns auch gleich mal mitnehmen. Das wird nämlich unser Taubsi-Tauboga-Tauboss-Ersatz. Also das wird unser Flug-Pokémon. Und ich probiere einfach mal, es so mit einem Pokéball zu fangen. Denn ich glaube, selbst bei Kratzer würde es besiegt werden. Probieren wir es aus. Suchen wir uns ein neues. Es war schwach. Wir brauchen ein stärkeres, mit dem wir die Welt erobern können. Da ist noch eins. Auch Level 10, okay. Nein, wir werfen Pokebälle. Genug Geld haben wir, um nochmal in den Markt zu gehen, um uns neue Pokebälle zu kaufen. Brauchen wir aber nicht, denn da haben wir unser Habitat. Sehr schön. Den Grund habe ich ja vorhin schon erwähnt, denn Habitat kann schon Schnabel, wenn ich mich... Nein, ich sag's jetzt nicht. Kann schon Schnabel. Richtig. Sehr gut. Und das ist schon mal perfekt, denn wir brauchen eine Flugattacke. Oder wir brauchen später Flugattacken. Und ein Sandan, das nächste Pokémon, was ich mir fangen werde. Denn ich brauche ein Pokémon in meinem Team, was bis zu einem bestimmten Zeitpunkt des Spiels die ganzen VMs erlernt, wie Zerschneider und... Ja, hauptsächlich Zerschneider. Was also auch nicht kämpfen wird, vielleicht mal als Opfer im Kampf genommen wird, um ein Pokémon wieder zu beleben oder zu heilen. Werden wir dann im Verlauf des Spiels sehen. Auf jeden Fall fangen wir uns dies auch. Und haben unsere ersten beiden Pokémon erfolgreich gefangen. Ja, sehr schön. Haben wir schon mal drei Pokémon im Team. So, und können jetzt auch endlich nach Azuria City. Da sind wir. So, erstmal die Pokémon heilen. Und ich denke mal... Ich werde mich dann auch gleich gegen Gary wagen. Denn er müsste einen Tauboga, einen Shigi und ein Abra haben. Und vielleicht noch einen Radfratz oder Radikal. Allerdings gegen das Abra können wir schon mal unser Habitat leveln. Denn soweit ich weiß... Jetzt habe ich es schon wieder gesagt. Hat dieses Abra als einzige Attacke Teleport, was vielleicht gut zum Flüchten ist im hohen Gras oder anderweitig, allerdings nicht in Trainerkämpfen. Das Tauboga ist schon Level 18, deswegen habe ich auch erstmal meinen Glutexo in den Kampf geschickt. Was auch seltsam ist, denn er hat seinen Tauboga weiter trainiert als seinen Shigi. Und das, obwohl Shigi in der ersten Arena hätte viel besser sein müssen und sich da schon fast hätte entwickeln können. Aber nun gut. Kane, oder unser lieber Alex, hat seine Entscheidung so getroffen,
Und für uns ist es natürlich auch gut. Abra ist auch schon Level 15. Was mir aber relativ egal ist, denn es kann nur Teleport. Das sind schöne Gratis-Erfahrungspunkte für unser liebes kleines Habitak. Sehr schön. 234 Radfratz könnten wir auch schaffen. Level 15, okay, Ruckzuckhieb. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Okay, das ist jetzt blöd. Wir werden jetzt wahrscheinlich schon unseren ersten Kampf verlieren. So wie ich mich kenne, gleich gegen Kane, unseren Rivalen. Da dieser noch sein Shiggy hat und wir nichts Wirkliches haben, um gegen dies anzutreten. Außer vielleicht ein Sandan! Yeah, yeah! Was wir, wie gesagt, als Opfer nehmen könnten, um unsere Pokémon zu heilen. Aquaknarre. Das ist natürlich sehr doof. Hier sehen wir auch, es ist ein Boden-Pokémon. Was ich nicht verstehe. Aber naja. Kratzer. Hoffen wir aufs Beste und auf ein paar kritische Treffer. Denn Aquaknarre dürfte uns mehr Schaden machen als wir, Kratzer. Und wie so oft irre ich mich mal wieder. Aber ja, er kann schon Blubber. Was auch nicht sehr viel Schaden macht. Wir scheißen mal einfach drauf, dass unsere Initiative sinkt, denn das Spiel...